29. Mai 2015. Das New Yorker Bezirksgericht in Manhattan verkündet ein ungewöhnliches Urteil in einem spektakulären Prozess gegen Rauschgiftkriminalität. Dieser junge Internethändler wird nicht nur einfach, sondern sogar zweifach lebenslänglich verurteilt, ohne Möglichkeit der Haftverkürzung. Sie haben ihn lebendig begraben. Sie sperren ihn für den Rest seines Lebens für etwas ein, das er mit 26 begangen hat. Keiner der Hauptanklagepunkte betrifft ein Gewaltverbrechen. Es ist unglaublich. An dem jungen Mann wird ein Exempel statuiert. Dabei hat er eine blühende Karriere vor sich. Ross Albrecht, ein junger Texaner mit überdurchschnittlichem IQ und glücklicher Kindheit. Er war Pfadfinder, wuchs in einem guten Viertel auf, ging zur Uni und hatte eine sehr gute Ausbildung. Er ist ein freundlicher Mensch, ein netter Kerl. Auch wenn das jetzt seltsam klingt. Aber er hatte nie die geringste Spur von Bösartigkeit an sich. Er wollte einfach jemand sein, der etwas aus seinem Leben macht. Obwohl die Strafe drakonisch ist, Ross Albrecht hat sie sich selbst zuzuschreiben. Mit seinem Computer hat er den Traum aller Drogenhändler erfüllt, einen Online-Handel, der vollkommen anonym ist. Eine Art eBay für Junkies, bei dem 13.000 Substanzen gehandelt wurden, von Cannabis bis Heroin. Er hatte einen riesigen anonymen Drogenhandel aufgezogen, den niemand stoppen konnte, wo jeder alles kaufen und verkaufen konnte, ohne dass die Regierung es unterbinden konnte. Von 2011 bis 2013 war Ross der meistgesuchte Verbrecher in den USA. Drogenpolizei, FBI und mehrere Geheimdienste waren ihm auf den Fersen. Seine Website namens Silk Road hat ihm in den beiden Jahren ihrer Existenz geschätzte 180 Millionen Dollar eingebracht. Es ging sicherlich ums Reichwerden. Aber ihm war wohl auch wichtig, etwas Grandioses zu schaffen, das die Welt verändern würde. Er glaubte an freien Handel und die persönliche Freiheit. Die Leute sollten alles selbst entscheiden können. Ob ihm wohl bewusst war, was für eine Gratwanderung er da machte? Von Austin bis in Silicon Valley. Wir haben mit Ross Albrechts Mutter und seiner damaligen Freundin gesprochen, seinem Anwalt und mit Journalisten, die sich näher mit dem Fall befassten. Es war ein sehr dramatischer Fall, mit allem, was dazugehört. Drogen, Skandale und Geheimhaltung. Und jemandem, der viel Geld mit etwas verdiente, das vor ihm kein anderer getan hatte. Und mit Hilfe privater Aufnahmen der Familie verfolgen wir die Spuren eines jungen Mannes, dessen Leben zwischen Nerdkultur, Militanz und Kriminalität aus dem Ruder gelaufen ist. Weit, sehr weit vom Untergrund des Dark Web entfernt, kommt Ross am 27. März 1984 in Austin zur Welt. Einer jungen und hippen Stadt mitten in Texas. Es ist eine der raren demokratisch-liberalen Bastionen im ansonsten sehr konservativen Süden der Vereinigten Staaten. Eine Oase der Bohème in bibelfester Umgebung. Hier treffen zwei gegensätzliche amerikanische Kulturen aufeinander. Und diese explosive Mischung wird auch Ross Albrechts Schicksal prägen. Austin ist eine ganz besondere Stadt, sehr fortschrittlich. Aber zugleich ist es immer noch Texas. Eine Mischung von Alternativen, neuen Ideen, aber immer im Herzen eines konservativen Staates. Es ist eine Stadt der Progressiven, der Studenten, derer, die etwas verändern wollen, die sehr von Musik und neuen Technologien geprägt sind. Also ein seltener und seltsamer Fall. Ross wächst hier in einer wohlhabenden Gegend der gehobenen Mittelklasse sehr behütet auf. In seiner Kindheit hat er alles, was er braucht und kann das Leben in diesem gemütlichen Haus genießen. Lynn Albrecht erinnert sich an die unbeschwerte Zeit mit ihrem Sohn Ende der 80er Jahre. Als noch niemand die Schatten ahnt, die auf sie alle fallen würden. Selbst als Kleinkind war er immer gut zu haben. Sehr sanft, aufmerksam, jemand, der sich um andere kümmert. Er war sehr ruhig und einfach ein umgänglicher Mensch. Julia Vai war in Austin mit der Familie gut bekannt und 4 Jahre lang seine Freundin.
Die intelligente, eng verbundene, auch etwas alternative Familie hatte sie sehr freundlich bei sich aufgenommen. Seine Eltern sind wunderbare Menschen. Es ist eine Unternehmerfamilie, die hart arbeitet. Sein Vater ist Architekt und Innenausstatter für Häuser. Er hat auch in Costa Rica gebaut. Ross hatte wirklich ein tolles Leben. Das ist Casa Bambu. Mit zwei Geschossen. Eine echte Robinson Crusoe-Hütte. Drei Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Ross' Eltern besitzen Grundstücke in Costa Rica. Sie haben darauf ökologische Häuser gebaut, die sie an Touristen vermieten. Und dort verbringen Kirk und Lynn Albrecht auch die Sommerferien mit ihren beiden Kindern. Bei dieser Kindheit und Jugend ist noch nichts von der künftigen kriminellen Karriere zu erahnen. Er ist einfach ein typischer amerikanischer Jugendlicher, der sich für das begeistert, was ebenso üblich ist: Surfen, Football, Basketball. 10 Jahre lang verbringt Ross viele seiner Wochenenden bei den Pfadfindern von Austin. Und Ross wächst zu einem hübschen jungen Mann heran, 1,90 groß, der wie ein Held aus einer Fernsehserie aussieht. Er ist eine faszinierende Person, der alle Türen offen stehen. Ihm gelingt alles, was er anpackt, in der Schule und im Privatleben. Ross war schon auf der Highschool immer Klassenbester in Physik und schreibt sich nun für ein Physikstudium ein. Er absolviert seinen Master in Kristallographie mit guten Aussichten auf den Doktortitel. Hier auf dem Campus von Penn State lernt er auch Julia Wei kennen, die dort Fotografie studiert. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Und er schreibt 2009 seine Masterarbeit in Kristallographie. Aber in seiner Freizeit beschäftigt sich der Student mehr und mehr mit einer anderen Leidenschaft, der amerikanischen Politik, ihren Traditionen und ihrem Freiheitsideal. Für Ross ist die Politik aber mehr als nur ein Hobby. In seiner Studentenbude vergräbt er sich immer tiefer in radikale Ideen. Und er lässt sich besonders von einem in die USA emigrierten österreichischen Ökonomen namens Ludwig von Mises beeinflussen. Dessen Theorie eines radikalen Liberalismus ist in den USA nach wie vor populär. Sie hat Schnittpunkte mit dem Anarchismus, vor allem aber mit einem auf die Spitze getriebenen Kapitalismus. Für diese Ultraliberalen oder Libertaristen beschneidet der Staat die Freiheiten des Individuums zu sehr und ist ihr Hauptfeind. 2009 beginnt Ross seine unkonventionellen Ideen auch öffentlich zu verbreiten. Da waren wir sehr verschieden. Ich bin ganz und gar demokratisch erzogen worden. Für mich soll der Staat sich zum Beispiel durchaus um die soziale Sicherung kümmern. Für Ross sollte er am besten gar nicht existieren. Mir kamen seine Vorstellungen ziemlich verrückt vor, aber auch originell. Zur Überraschung aller quittiert Ross seine Physikstudien und verlässt die Uni. Er will sich jetzt ganz seinen politischen Interessen widmen. Damals trifft er sich oft mit Donny Parmetry, ebenfalls ein ehemaliger Penn State-Student, der einer seiner besten Freunde wird. Man wird an der Universität erwachsen. Uns beiden ging das so, aber besonders ihm. Ross erkannte, dass er kein Physikprofessor werden wollte, der die Zeit bis zur Rente mit 65 in einem Büro verbringt. Mit 24 Jahren entwickelt sich der umgängliche und freundliche ehemalige Pfadfinder zu einem militanten Ultraliberalen, der seine Sache idealistisch und leidenschaftlich vertritt. Er kehrt mit einem Plan im Kopf nach Austin zurück, die Welt zu verändern. Ross treibt sich in alternativen Kreisen seiner Heimatstadt herum und bekommt Kontakt zu Anarchisten und zu Gruppen, die die Regierung ablehnen. Er war auf der Suche danach, was er zukünftig machen wollte. Jedenfalls sollte es etwas Großes sein. Er wollte jemand werden.
etwas tun, das die Welt verändert. Aber zugleich wollte er auch Unternehmer sein und Geld verdienen. Das ist das Paradox, der Grundwiderspruch im Leben des Ross Ulbricht. Für ihn gehören politische Aktion und finanzieller Erfolg zusammen. Er will zugleich Che Guevara und Steve Jobs sein. Ganz versunken in seine großen Träume mietet er sich in Austin im Januar 2010 in einem kleinen Zimmer ein. Und da sie schon 2 Jahre miteinander gehen, kommt auch Julia Wei bald nach Austin nach. Sie diskutieren viel, leben aber auch eine Bilderbuchromanze. Die nächsten Monate schlägt sich Ross mit verschiedenen Jobs durch. Er wollte ein Videospiel produzieren und hat eine Menge Geld hineingesteckt. Aber es hat am Ende nicht geklappt. Dann war er eine Weile Online-Händler. Danach hat er Versicherungen im Internet verkauft und Videos geschnitten. Er wusste einfach nicht genau, was er machen wollte. Diese Rückschläge zermürben ihn. Er erträgt diese Zeit des Misserfolgs nur schwer. Er, dem die Zukunft doch offen gestanden hatte. Damals beginnt er Tagebuch zu schreiben, dem er Einträge wie diesen anvertraut. Das war eine große Enttäuschung. Ich stehe mit leeren Händen da. Meine Investmentfirma und die Gamingpläne haben zu nichts geführt. Letztes Jahr habe ich viel verbockt, auch in meinen Beziehungen, und habe mich sehr zurückgezogen. Meine vielversprechende wissenschaftliche Karriere habe ich hingeworfen, um Investmentberater zu werden. Jetzt stehe ich vor dem Nichts. Er wirkt sehr idealistisch, vielleicht auch arrogant. Ross versucht sich in einem Job, das funktioniert nicht. Dann in einem zweiten Job, der auch nicht klappt. Bald stellt er sich selbst ziemlich in Frage und das kann einen schon verzweifeln lassen. Deshalb bietet ihm sein Freund Donny Parmetree an, mit ihm zu arbeiten. Er hat gerade Goodwagon gegründet, ein Start-up, bei dem er antiquarische Bücher online verkaufen möchte. Ross soll ihm die Website programmieren. Er hatte zuvor noch nie eine Website gebaut. Er wusste nicht, wie das geht. Er hat trotzdem zugesagt und es tatsächlich geschafft. Deshalb verstanden wir uns auch so gut. Er wusste, sich zu helfen. Und wenn es was zu erledigen gab, erledigte er es eben. Er hatte vor nichts Angst. Anfang 2011 muss Parmetree geschäftlich nach Dallas. Er vertraut die Geschäfte in der Zwischenzeit Ross an. Und der soll inzwischen die 50.000 Bücher in dieser Lagerhalle katalogisieren, die Parmetree angekauft hatte. Doch in jeder freien Minute sitzt Ross Ulbricht an seinem eigenen Rechner. Er beginnt tagelang an einem Projekt zu arbeiten, 10 Stunden pro Tag, und lässt das Geschäft seines Freundes immer mehr schleifen. Dann rief er mich eines Abends an und sagte, Donny, tut mir leid, ich habe nicht viel in deinem Lager gearbeitet. Er wollte nichts Genaues sagen, aber er sprach von einer großen Idee. Und deshalb sei er mit dem Katalogisieren für Goodwagon kaum vorangekommen. Die große Idee, das war die Offenbarung, auf die Ulbricht wartete, seitdem er die Uni verlassen hatte. Eine revolutionäre Idee, die sein Leben verändern würde. An diesem Tag notiert er in seinem Tagebuch: Die Idee ist, eine Website zu schaffen, auf der die Leute anonym alles einkaufen können, ohne dass man es nachverfolgen kann. Die Technik dahinter habe ich soweit entwickelt, aber ich brauche ein Businessmodell und eine Strategie. Eine Verkaufsplattform für alle und alles, auf der man keine Spuren hinterlässt. Eine Website, mit der man das Gesetz elegant umgehen kann, die illegal wäre. Er war felsenfest davon überzeugt, dass die Leute konsumieren dürfen, was sie wollen. Auch Hasch. Dafür war die Webseite gedacht. Und wie bei jedem guten Geschäft ist der Name bereits Kapital. Zuerst nannte ich sie Untergrundhändler, entschied mich dann aber für Silk Road, Seidenstraße.
Damit bezieht er sich auf die berühmte Handelsroute zwischen Europa und Asien, die vor 2000 Jahren erstmals einen regen Austausch schuf und die Handelsbeziehungen der ganzen Welt reformierte. Die Wahl dieses Namens spiegelt auch Ross' brennenden Ehrgeiz wider. Damals ist Julia Vai die Einzige, die Ross einweiht. Ich weiß noch, wie er mir einige kleine Logos zeigte und wissen wollte, welches mir am besten gefällt. Für mich war das nur wieder so eine neue Geschäftsidee von Ross. Doch Silk Road wird keine kleine Idee unter vielen bleiben. Allerdings ist da noch ein entscheidendes Detail zu klären. Wie bleibt man im Web anonym? Wenn jemand zum Beispiel etwas auf Amazon bestellt, dann gibt es zwei Arten, wie man seine Identität feststellen kann. Man befindet sich ja auf einer Internetseite und hat dazu die IP-Adresse seines Rechners benutzt. Und diese ist mit dem eigenen Namen verbunden. Also ist klar, wer sich da auf dem Portal eingeloggt hat und vielleicht ein paar Socken kaufen möchte. Beim Bezahlen gibt man seine Bankdaten an und auf die Daten dieses Systems haben die Behörden Zugriff. Um seine Geschäftsidee mit Silk Road zum Erfolg zu führen, muss Albrecht also hier ansetzen, bei der IP-Adresse und der Online-Bezahlung. Silk Road hat Lösungen für diese beiden Probleme. Man könnte sich über Tor anmelden, ein sehr leistungsfähiges System, das die IP-Adresse und damit die Identität verschleiert. Seit 2009 ist Tor kostenlos für jeden zum Download verfügbar. Der anonyme Browser mit dem Zwiebellogo wird von Verfechtern der Menschenrechte und der digitalen Selbstbestimmung wie auch von Kriminellen gleichermaßen verwendet. Damit lassen sich tatsächlich das Land und der konkrete Rechner, von dem aus man im Web surft, verschleiern. Beim Thema Bezahlung bleibt nur die Möglichkeit, Bitcoin zu benutzen. Das ist eine moderne digitale Währung, die sich in einem Wallet, einer anonymen Brieftasche, aufbewahren lässt. Bitcoin kann man vorher online erwerben und dann ohne die eigene Identität preiszugeben als Zahlungsmittel einsetzen. Ross Albrecht hatte diese Neuerung schon einige Monate zuvor entdeckt. Bezahlen ohne Spuren zu hinterlassen, unerkannt im Internet surfen. Die Grundlagen dafür sind gelegt. Am 15. Januar 2011 geht Silk Road online. Er zeigte mir die ganzen Programme und Technologien, die er verwendet hatte. Aber damals war ja noch nichts auf der Webseite. Ich sagte einfach nur, cool. Ich konnte ja nicht ahnen, was daraus noch alles werden würde. So hat Ross Albrecht, ein intelligenter 27-Jähriger, dem das Leben bisher nur die Sonnenseiten gezeigt hat, sich bewusst entschlossen, das Gesetz zu umgehen. Und Ross hat einen Plan. Er schlägt einem Freund vor, ihm dieses leerstehende Haus am Stadtrand von Austin zu vermieten. Der ehemalige Physiker schottet sich dort ab und beginnt, Magic Mushrooms zu züchten. Er hat halluzinogene Pilze angebaut und über seine Webseite verkauft. So wollte er das Geschäft auf Silk Road ankurbeln, mit seiner eigenen Produktion. Ross Albrecht ist wild entschlossen, seine neue Website zum Erfolg zu führen. Und bald verkauft er täglich 5 Kilo der Pilze auf diesem Weg. Und damals entdeckt auch Nicolas Christin, Spezialist für Datensicherheit, die digitale Seidenstraße. Er fertigt darüber eine Studie für die Carnegie Mellon University in Pennsylvania an. Es war zweifellos eine Art Testlauf, um herauszufinden, ob man Bitcoin dafür als Zahlungsmittel einsetzen konnte. Und es hat funktioniert. Die ersten Kommentare, die zu lesen waren, lauteten: Es klappt, genial. Auf einigen darauf spezialisierten Foren wird über nichts anderes mehr gechattet. Hat jemand schon Silk Road ausprobiert? Ja, das ist der Hammer.
Ich habe über Silk Road schon öfter was gekauft, auch Pilze. Kann ich nur empfehlen. Und es dauert nur wenige Wochen, da haben bereits viele diese anonyme Handelsplattform entdeckt. Auch immer mehr Dealer bieten ihre Drogen darüber an. In großer Auswahl. Es gab dort alle Arten von Drogen. Heroin, Kokain, Marihuana. Und all das verschickt mit der amerikanischen Post. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Lieferung nach Hause. Die Sendungen laufen in der Regel über die normale Post. Benötigt werden dafür nur falsche Absenderangaben und Tarnadressen. Nichts einfacher als das. Denn die Käufer sind durch ein amerikanisches Gesetz geschützt. Es gibt hier in den Vereinigten Staaten eine interessante Sache, und zwar, wenn Sie etwas geliefert bekommen, können Sie immer die Annahme verweigern, nicht unterschreiben und behaupten, Sie hätten es nicht bestellt. Wenn man also dabei ist, für die Bestellung von etwas Illegalem geschnappt zu werden, kann man so immer noch entwischen. Für alle Bestellungen, die nun über Silk Road abgewickelt werden, kassiert Albrecht eine Kommission von 7%. Am 1. Juni 2011 erscheint auf dem damals vielgelesenen Medienblog Gawker ein Post über Silk Road. Die Folge war, dass die Zahl der Besucher und Nutzer der Webseite schnell anstieg, etwa auf das Zehnfache. Man konnte die Spitzen bei den Userzahlen gut beobachten. Schon bald gehen die Umsätze in die Millionen Dollar. Und jeden Tag wird Silk Road von 1 Million Usern besucht. Doch der enorme Erfolg ruft einige Tage nach dem Gawker-Artikel den demokratischen Senator Charles Schumer auf den Plan. Er fordert die Schließung der Website durch die Behörden. Im Senat gingen sie so weit zu sagen, diese Website ist eine Bedrohung für unsere Jugend. Dabei war damals noch gar nicht klar, dass diese Aussage quasi eine Zerstörungsmaschinerie in Gang setzte, um die Website zur Strecke zu bringen. Denn kaum hatte der Senat darüber diskutiert, sah das FBI viel genauer hin. Und Albrecht war seitdem im Visier der Behörden. Und so ist der sanfte junge Mann, der in Austin in seiner kleinen Wohnung alleine vor dem Computer sitzt, in weniger als 6 Monaten zum meistgesuchten Mann der Vereinigten Staaten geworden. An der Operation Silk Road sind unter anderem beteiligt das FBI, mehrere Geheimdienste, der Zoll, die Grenzschutzbehörde und die Drogenkontrollbehörde DEA. Insgesamt werden 30 Agenten darauf angesetzt, denjenigen zu finden, der die Staatsmacht derart herausfordert. Selbst wenn das aufgrund der Vorkehrungen zur Anonymisierung extrem schwer sein dürfte. Das war eine groß angelegte Operation mit großer Bedeutung, weil sie unbedingt den Mann hinter Silk Road fassen wollten. Zur gleichen Zeit wird Albrecht noch an einer weiteren Front angegriffen, die das Gegenteil der Staatsmacht darstellt, durch Hacker. Er hat Mühe, seine Website gegen sie abzusichern. Ein Hacker hat schwere Fehler im Code meines Systems gefunden. Er sagte mir, das sei Amateurscheiße, aber das wusste ich ja schon. Von Anfang an hatte der junge Texaner seine Website ganz alleine gebaut. Dafür verwendete er ein Anfängerprogramm, um den Code für seine Plattform zu schreiben. Er war fahrig und benahm sich merkwürdig. Sein Charakter änderte sich immer mehr. Ich dachte, das liegt am Stress. Wenn man länger im Stress ist, vergiftet das den Körper und verändert die Mentalität. Ende 2011 trennen sich Julia und Ross endgültig. Viele Jahre lang habe ich immer gesagt, Ross ist der Mann meines Lebens. Cool, lustig, gut aussehend und intelligent. Alles, was ich wollte. Wieso wollte er nichts mehr von mir wissen? In dieser Situation hält Ross Albrecht nichts mehr in Austin.
Er will sein Glück weiter im Westen versuchen. Anfang 2012 zieht er nach San Francisco an die Westküste. In die Stadt des Goldrausches, in der angeblich auch heute jedem alles offen steht. Alle großen Internetfirmen sind hier entstanden. Und immer weitere Start-ups halten den Mythos des Self-Made Man aufrecht. Er ging nach Kalifornien, weil er reich werden wollte. Es steht in seinem Tagebuch. Es ging ihm ums Geld. Er wollte der nächste Steve Jobs werden. Mitunter scheint er zu vergessen, dass sein Geschäft komplett auf Illegalität beruht. Er sieht sich schon als Tycoon im Silicon Valley. Auf seiner Website werden damals bereits 100 Millionen Dollar jährlich umgesetzt. Hier in Glen Park lebt Ross Ulbricht. Es ist eine Insel der Ruhe mitten in San Francisco. Ein friedlicher Ort, an dem er unauffällig leben und arbeiten kann. Er lebte recht einfach und brauchte nicht viel Geld. Er machte sich nie viel aus Geld ausgeben und materiellen Dingen. Er lebte in einer WG. Er hatte keine eigene Wohnung. Einfach ein kleines Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Und in diesem Zimmer betreibt er weiter Silk Road, ohne dass seine WG-Genossen davon etwas ahnen. Die User der Website wissen, dass sie jemand am Laufen hält, aber keiner kennt ihn. Käufer und Verkäufer haben es lediglich mit einem Administrator zu tun. Doch es scheint manchmal, als wolle Ross erkannt werden, als wolle er von den Nutzern der Website bewundert werden. Eines Tages schrieb jemand im Forum, du brauchst einen Namen, nicht bloß Admin. Dann kann man dich von den anderen Moderatoren unterscheiden. Ich brauche einen Namen. Achtung, bitte einen Tusch. Mein neuer Name ist Dread Pirate Roberts. Von Anfang an war das Ganze ein sehr ideologisches Projekt. Um ihn herum hatte sich ein richtiger Personenkult entwickelt. Er sprach immer von der Mission seiner Webseite. Ziemlich großspurig. Aber ist sein Computer einmal ausgeschaltet, fühlt sich Ross Ulbricht nicht wirklich wohl in diesem Leben im Schatten. Er ist eine Berühmtheit des Internet und kann mit niemandem darüber sprechen. Es liegt auf der Hand, dass Ulbricht nicht mehr alles alleine machen kann. Aber er hat Schwierigkeiten, einen Helfer zu finden, dem er vertraut. Er schläft kaum noch und wird langsam paranoid. Durch den Erfolg der Website steigt auch sein eigener Gewinn immer mehr. Anfang 2013 fließt täglich umgerechnet eine 250.000 Euro durch sein System. Doch auch er fällt Betrügern zum Opfer. Es gibt durchaus Kunden, die seine Kommission nicht mehr zahlen wollen. Er hat diverse Morddrohungen erhalten und ist öfter erpresst worden. Hacker haben seine Webseite gekapert und dann Geld gefordert. Er hat das Lösegeld bezahlt und auf diese Weise immer wieder viel Geld verloren. Bin wieder erpresst worden. 4. Februar 2013. Habe Morddrohungen erhalten von einem gewissen Death from Above. 5. Februar 2013. Die Angriffe gehen weiter. Er kann mit seinen Freunden nicht reden. Er hat niemanden, dem er so sehr vertrauen kann, dass er über diese Vorfälle sprechen könnte. Er hat nur anonyme Kontakte im Internet, mit denen er sich austauscht. Man kann sich den Zustand vorstellen, in dem Ross sich befand. Es ist kein Leben für einen normalen Menschen. Eher für einen Mafia-Boss. Er sitzt in seinem kleinen Zimmer in San Francisco und hasst die ganze Welt. Ein User aber gewinnt Schritt für Schritt doch sein Vertrauen, ein gewisser Nob, mit dem er viel chattet. Dieser Nob behauptet von sich, er sei ein wichtiges Mitglied der mexikanischen Mafia. Das kommt Ross sehr gelegen, denn er hat einen seiner Besucher auf Silk Road im Verdacht, eine Menge Bitcoin gestohlen zu haben. Er bittet Nob um Hilfe.
Willst du, dass er zusammengeschlagen wird? Oder beseitigt? Oder nur, dass ihm jemand einen Besuch abstattet? Zusammenschlagen und zwingen, die gestohlenen Bitcoin zurückzugeben. Einige Tage später ändert Albrecht seine Meinung und kontaktiert Nob wieder. Kannst du den Auftrag ändern? Er soll nicht gequält, sondern beseitigt werden. Der Mord wird nie ausgeführt. Denn Ross Albrecht ahnt nicht, dass er den Profikiller nicht bei einem Mafioso bestellt hat, sondern bei einem Agenten der Drogenpolizei DEA, der sich in Silk Road eingeschleust hat. Und Nob ist nicht der einzige Agent, der sich inzwischen auf der Website tummelt, um Albrecht etwas zu entlocken, das ihn verraten könnte. Ross Albrecht hat einen fatalen Fehler gemacht und die rote Linie überschritten. Doch bislang schützt ihn sein Pseudonym Dread Pirate Roberts. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er auffliegt? Zu dieser Zeit waren schon 10 verschiedene Dienste auf den Fall Silk Road angesetzt, und zwar bereits seit 2 Jahren. Und es war peinlich für sie, dass sie keinerlei Fortschritte gemacht hatten. Sie hatten einfach keine Ahnung, wer Dread Pirate Roberts sein könnte. Den Coup landet der IRS, einer der kleinsten beteiligten Dienste, die amerikanische Finanzpolizei. Ihr gelingt im Sommer 2013 der entscheidende Schritt. Ein damals nicht namentlich bekannter Fahnder der Finanzpolizei IRS findet Ross' E-Mail, einfach mit Google. Es war lange nicht klar, wie es genau dazu kommen konnte. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass der Klarname von Ross Albrecht nicht in einer komplizierten Hackeraktion entdeckt wurde, sondern einfach durch eine Recherche in der Suchmaschine. 2 Jahre zuvor hat Albrecht den Start seiner Plattform auf verschiedenen Foren im Web bekannt gemacht. Er hat diese Nachrichten später wieder gelöscht, dabei aber einen kleinen Fehler gemacht. Beim systematischen Durchforsten tausender von Seiten im Web stoßen die Ermittler auf eine Nachricht, die mit Silk Road zu tun hat und in der tatsächlich eine E-Mail-Adresse angegeben ist. rossalbrecht@gmail.com. Es gab 100 Dinge, die ihn hätten verraten können. An 99 hatte er gedacht, aber an diese nicht. Und so ist er aufgeflogen. Denn bei der nachfolgenden Suche in den sozialen Netzwerken sehen sich die Ermittler des IRS einfach seine Profile auf LinkedIn und Facebook an. Denn er ist jetzt der Hauptverdächtige. Und zwar einer, der dieselben Ansichten über Libertarismus hat wie der Betreiber von Silk Road. Ross Albrechts Profil wies große Ähnlichkeiten zu dem von Dread Pirate Roberts auf. Deshalb beginnt im September 2013 die Rund-um-die-Uhr-Überwachung Albrechts in San Francisco. Insgesamt sind 10 Fahnder im Einsatz, die nun im ruhigen Viertel von Glen Park auf Lauer liegen. Sie beobachten, wohin er geht und welche Angewohnheiten er hat. Auch am 1. Oktober 2013 heften sich die Ermittler an seine Fersen. Er geht wie sonst auch aus dem Haus, um einen anderen Internetzugang zu benutzen und in Ruhe arbeiten zu können. Er ging immer in die öffentliche Bücherei und loggte sich dort ins Internet ein. Dort konnte er surfen, ohne dass man seinen Standort bestimmen konnte. Ross setzt sich mit seinem Notebook an einen Tisch im 1. Stock in der Abteilung Science Fiction. Um genau 15.14 Uhr an diesem 1. Oktober 2013 meldet sich Dread Pirate Roberts auf der Silk Road Website an. Das kann man als User im Forum der Site erkennen. Doch wird es wirklich gelingen, den Mann hinter dem Pseudonym auf frischer Tat zu ertappen? Ross chattete unter dem Namen DPR mit den Usern.
Er hatte die Administratorseite geöffnet und unterhielt sich gerade mit einem anderen Administrator. Zwei FBI-Agenten befanden sich dort, ein Mann und eine Frau, die hinter ihnen zum Schein einen Streit anfingen. Ross sah zu ihnen hinüber. Und während er den Kopf drehte, schnappte sich ein anderer Agent das Notebook. Sie ließen das Notebook offen, damit es sich nicht abschaltet und damit nicht mehr zugänglich ist. Und so hatten sie alle Beweise. Es gelingt zu verhindern, dass Albrecht bei seiner Verhaftung noch schnell alles Kompromittierende löscht. Als ihnen der Rechner in die Hände fiel, war Albrecht nicht nur gerade als DPR am Chatten, sondern die Admin-Seite war auch geöffnet. Außerdem fanden sie sein Tagebuch und alle Zahlungsvorgänge der Webseite, die ganzen Nachrichten der Kunden. Mit 29 Jahren wird Ross Albrecht verhaftet und in der Folge wegen Drogenhandels, Hacking und Identitätsdiebstahls sowie Geldwäsche angeklagt. Auf seinem Computer finden sich 144.000 Bitcoin, die damals rund 14 Millionen Euro wert sind. Eine Freundin, mit der ich eine Weile keinen Kontakt mehr hatte, rief mich an. Ich fragte mich anfangs, warum. Sie sagte, Julia, google mal Ross Albrecht. Und da sah ich, dass er verhaftet worden war. Mir fiel vor Schreck das Telefon aus der Hand und ich war am Boden zerstört. Ich heulte mir die Augen aus, denn mir war sofort klar, dass mit dieser Verhaftung sein Leben zu Ende war. Mein Leben ist seitdem nicht mehr dasselbe. Wir waren völlig verzweifelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten und bekamen von allen Seiten unterschiedlichen Rat. Es war wirklich hart. Ross konnte sich eine Weile nicht bei uns melden. Und als er endlich anrief, war das Ganze ein einziger Albtraum. Ross Albrecht wird nach New York gebracht und in Untersuchungshaft ins Park Row Federal Prison gesteckt. Sein Antrag auf Entlassung gegen Kaution wird abgelehnt. Eineinhalb Jahre später, am 13. Januar 2015, wird einer der größten Prozesse wegen Cyberkriminalität vor dem Bezirksgericht in Manhattan eröffnet. Albrechts Verteidiger Joshua Dreitel hat sich mit schwierigen Fällen wie dem eines Komplizen der Attentäter vom 11. September einen guten Ruf erworben. Er versucht, sich eine Strategie zurechtzulegen. In diesem Fall kamen erstmals im Computerzeitalter mehrere Dinge zusammen. Zum einen der Cyberaspekt, also die Tatsache, dass die Vergehen im Internet verübt wurden und ob digitale Beweismittel überhaupt gelten können. Zum anderen das Tor-Netzwerk und das Untergrundmilieu von Silk Road. Und drittens das Bitcoin-System. Das wurde auch zum ersten Mal vor Gericht verhandelt. Das alles vermischte sich zu einem besonderen, neuartigen Fall. Das Medienaufgebot ist riesig. Denn vor Gericht steht der Drahtzieher der größten Handelsplattform im sogenannten Dark Web. Silk Road hatte eine Menge Libertaristen, Anarchisten und Aktivisten angezogen, die wirklich an dieses Konzept geglaubt haben. Entsprechend kam zum Prozess eine seltsame Mischung von Hippies, Bitcoin-Aktivisten, Fahndern, Polizisten und viele Journalisten. Sie alle waren im Gerichtssaal. Ross Albrecht plädiert in allen 7 Anklagepunkten für nicht schuldig. Schwören Sie, die ganze Wahrheit zu sagen? Legen Sie die Hand auf die Bibel. Doch dann die Überraschung. Der Angeklagte gibt zu, der Gründer der Plattform Silk Road zu sein. Unsere Strategie war einzuräumen, dass er die Website programmiert hatte. Aber erst später ist sie zu dem geworden, was sie dann eben war. Er hat sich dann nicht mehr dafür interessiert. Und es gab mehrere verschiedene Administratoren unter dem Namen Dread Pirate Roberts, die die Website steuerten.
Die Verteidigung stützt sich auf Zeugenaussagen seiner Angehörigen und Freunde, sein Auftreten, seine Vorgeschichte. Wie soll aus diesem netten jungen Mann ein Drogenbaron geworden sein? Er trat während des ganzen Prozesses ruhig, sanft und höflich vor Gericht auf. Und er drehte sich immer wieder zu seiner Familie um, um sie zu beruhigen und ihr Trost zu spenden. Er bemühte sich, uns zu trösten. Das ist so typisch für ihn. Und dieses Bild von ihm geht mir immer noch nach. Die Bundesrichterin Catherine Forrest führt die Gerichtsverhandlungen. Sie sagte, nur weil sie nicht aussehen wie ein typischer Krimineller, macht es das für sie nicht besser, sondern eher schlimmer. Dass sie aus gutem Hause kommen, aus einer intakten Familie, das gibt ihnen keinen Vorteil gegenüber dem kleinen Dealer aus der Bronx, den ich letzte Woche verurteilt habe. Sie haben genau dasselbe getan. Im Gegenteil, es wiegt schwer, dass sie ein wunderbares Leben hätten führen können und es weggeworfen haben. Am 4. Februar 2015 wird Albrecht von den Geschworenen einstimmig in allen 7 Anklagepunkten schuldig gesprochen. 3 Monate später verkündet der 32-Jährige wird zu 2-mal lebenslänglich verurteilt, ohne Chance, jemals begnadigt zu werden. 184 Millionen Dollar muss er zurückzahlen, alles, was er hat. Ein Urteil, das andere abschrecken soll. Er war erschüttert, als er die Strafe hörte. Er weinte. Ich weiß nicht, ob wegen der Aussicht, für den Rest des Lebens hinter Gittern zu verschwinden oder weil er alles bereute. Er hat seine Familie um Vergebung gebeten und er erkannte, was er mit seinem libertaristischen Experiment angerichtet hatte. Es hat mir buchstäblich das Herz gebrochen. Ich hatte nie Herzprobleme gehabt, aber einige Monate nach dem Urteil bin ich ins Krankenhaus gekommen und fast gestorben. Die Diagnose war das gebrochene Herzsyndrom. Ross Albrechts Berufung wurde später abgelehnt. Die Schwere seiner Taten ist in einem umfangreichen Dokument der Anklage neu belegt worden. Albrecht sitzt weiter in New York ein. Wohl bis an sein Lebensende. Es ist ein problematisches Gefängnis, total überfüllt mit zu wenig Personal. Die medizinische Versorgung ist nicht gut. Psychologische Beratung gibt es gar keine. Verfahren wegen der nie ausgeführten Auftragsmorde sind noch anhängig. Albrecht hatte bereits eine 750.000 Dollar dafür bezahlt. Die staatliche Schließung von Silk Road hatte jedoch das einträgliche Geschäft im Dark Web nicht unterbinden können. Der Drogenhandel im Internet blüht. Ross Albrecht hat die Welt nicht verändert, gilt aber weiter als Symbolfigur der ultraliberalen Aktivisten auf der ganzen Welt.